ist der peinlichste Tanz in diesem Jahr im deutschen Fernsehen als Musikclip. Und ich fürchte, die Flames werden da mit Sicherheit nicht verlieren. Und den einen Schritt, den habe ich gerade gesehen, den kann ich auch. Der Typ mit der Tasche, habt ihr das gesehen? Mal gucken, was die Jungs selbst können. Herzlich willkommen bei Select the Flames. Every time I see you. Herzlich willkommen. Bonjour. Herzlich willkommen. Du bist? Dein Name? Andres heißt es. Ach so, und du bist? Oliver. Okay, gut. Ja, ich habe es ja gerade schon vorgemacht. Das war eine ganz kurze Szene nur. Der Typ mit der Tasche, das war einfach. Vor, zurück. Vor, zurück. Genau, das kann ich. Ja, was könnt ihr denn? Also könnt ihr den Tanz? Ja, brauchen wir ein bisschen Ballfreiheit. Ja, ich würde ihn gerne kennen, weil ich kann nur den Ketchup-Song. Nur den Ketchup. Oh. Dann musst du jetzt aber mal unseren Tanz lernen. Ja, gerne. Okay, Musik bitte. Ja. Bisschen weiter, oder? Hier rein. One, two, three, four. Runter mit der Kiste. Drei. Genau. Und jetzt das eine Bein, jetzt gleich das andere. So, drei. Und jetzt kommt der Shaker. Eins, zwei, drei. Viermal rechts. Jetzt viermal rechts. Umdrehen. Genau. Dann hier rüber. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Und dann links wieder rüber. Und dann links wieder rüber. Okay. Und das war's schon? Das war's schon. Ne? Ach, das macht Spaß. Das ist total witzig. Und wisst ihr was? Ich glaube, der ist viel cooler als der Last Ketchup getanzt. Okay, lass uns setzen. Ah, da sehen wir das ja. Wunderbar. Genau. Ja. Man muss sich nur merken, was viermal, wo links rum und wann und so, ne? Weil es muss schon synchron sein. Absolut. Das muss wichtig sein, ja. Ey, du hast ja voll die Rockabilly-Frisur. Ja, ein bisschen noch. Was für einen Background noch sagst du, hast du denn musikalisch? Das war viel krasser früher. Echt? Ja, früher war das größer mit Glocken vorne rein und so. Krass! Ja, das ist halt irgendwie Rock'n'Roll-Style und ja, ist cool. Genau, ihr habt ja schon einen sehr bewegenden Werdegang quasi. Die Band gibt es schon lange, nur der Sänger ist irgendwie von Anfang an dabei. Und großer Elvis-Fan, ja? Ja, schon, ja. Das war so die ersten Platten, die ich von meinen Eltern gehört habe. Irgendwie die frühen Aufnahmen so von 55, 56, die fand ich immer total klasse, weil die irgendwie so ein gewisses Flair haben und eine extreme Energie rüberbringen. Und ja, das war ich immer sonntags nachmittags irgendwie den ganzen Tag da gesessen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Sachen halt rauszuhören, von der Gitarre her und das wirklich alles nachzuspielen. Und so kam halt die Entwicklung auch. Und dann irgendwann war dann der Schritt so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Band, am besten auch ein Trio oder ein Quartett, das sind wir jetzt ja heute. Aber am Anfang war es halt ein Trio und mit Rockabilly-Style und irgendwie cool abzugehen. Gut, darüber werden wir gleich ein bisschen reden. Natürlich auch, wie ihr an diesen Wahnsinns-Deal, sag ich jetzt mal, rangekommen seid. Das schafft ja auch nicht jeder und träumt wahrscheinlich von. Gleich mit den Flames geht's weiter. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen zum Tanz oder irgendwelche Feinheiten, Kniffe. Ne? Und dann werden wir gleich noch einen ultimativen Test mit den The Flames machen. Ihr seid noch lange nicht fertig, Jungs. Jetzt aber erstmal für Lisa, Unbreakable Westlife. Bis gleich. Elvis Shaker, wir haben gerade ausgetauscht. Meine erste Platte war auch eine von Elvis. Welche war deine? Weißt du das noch? Ja, das waren so von meinen Eltern die 40 größten Hits. Ah, okay, gleich mit so einem Ding reingestiegen. Und du, deine allererste? Ich habe auch mal die 40 Hits. Ich weiß es gar nicht, was die ist. Aber ich bin voll auf Beatles eigentlich. Das war immer so mein Ding. Das war meine zweite. Es ist ja unfassbar, dieselbe Kindheit verbracht. Aber was jetzt die wichtigste Frage überhaupt ist, bevor wir zu einem ultimativen Test kommen. Okay, aber dich gibt es ja jetzt schon seit 10 Jahren. Mich gibt es schon ein bisschen länger, aber... Und du bist noch ein neueres Mitglied in der Band. Die Umbesetzung war, glaube ich, sehr fluktuativ so, ne? Klar, wie es halt so ist bei Bands. Ja. Irgendwie, der eine hat keine Lust mehr, der andere keine Zeit. Und man orientiert sich anders, macht viel andere Musik machen und dann führt es eben irgendwie mal auseinander und dann wieder zusammen und hin und her halt, wie das halt so ist. Klar, kennt man ja auch von anderen Bands, außer auf U2 oder Rolling Stones. Ja. Die schaffen es 20 Jahre. Aber jetzt habt ihr ja einen Schritt gemacht von unbekannter Band zu sehr bekannt und mit einem großen Hit mit Hilfe von einer Cola-Werbung. Was habt ihr euch vorher überlegt? Was war die Abwägung? Weil ich glaube, so einfach kann diese Entscheidung ja nicht sein. Nee, wir haben schon darüber diskutiert und auch nachgedacht, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Aber im Endeffekt war der Ausschlag, um das zu machen, einfach, wir können nichts verlieren. Ich meine, man macht es mal mit, sieht, was passiert. Und dann ist Africola auch eine Marke, die ganz okay ist, denke ich, die auch ein bisschen cool ist. Es gibt also für ein Waschmittel oder für ein Shampoo, das zu machen, wäre
nicht so cool gewesen. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt müsst ihr euch halt nur noch beweisen in Zukunft, dass ihr nicht nur einen Hit habt, sondern auch noch mehr tolle Musik. Wer ist der Cola-Tester nun, der Ultimative? Ich glaube, es macht der Andres. Ich habe den Test schon mal bestanden. Aha. Kleiner Angeber. Mal gucken, ob es auch klappt, ja? So. Ich habe damals die Ehre der Band gerettet. Ah, okay, gut. So, Nummer. Und meine Jury wird testen, ob du auch richtig bist. Hm, schwierig. Moment, ich muss erst mal woanders weitermachen. Alles klar. Und was meinst du? Na, diesmal wird die Ehre der Band aber, glaube ich, den Bach runtergehen. Ich glaube, irgendwie. Was ist denn das? Das habe ich noch nie getrunken. Echt? Aha. Oder? Habt ihr auch so, so Afri-Light und sowas? Nein. Also ich würde am ehesten sagen, dass das Afri ist und das irgendeine Cola, irgendeine Coca und das habe ich keine Ahnung. Gut, teste noch einmal kurz. Wir spielen mal schnell ein Video und zwar für Martin 16 aus Köln, Pussycat von Wyclef Jean. Gleich nochmal der ultimative Endtest. Ne? Aber eins hat er ja schon genannt. Bis gleich. In diesem Jahr geliefert, plus dazugehörigen Tanz. Ihr könnt ja so auf unserer Homepage entscheiden, welcher Tanz der peinlichste ist, aber ich denke mal, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es hieß schon die ganze Zeit von den Anrufern, cool, cool, cool. Aber wie cool seid ihr wirklich? Cola-Test, weil ihr macht ja auch für eine Cola-Werbung. Ihr hattet, glaube ich, hier schon eine Entscheidung gefällt. Ja, ich glaube, das erste Glas ist Afri-Cola. Okay, schauen wir mal. Und das ist richtig. Oh, ein Punkt für das Freund. So, Nummer zwei bitte. Was sollte das keine sein? Keine Ahnung. Das ist vielleicht irgendeine. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es könnte eine Light sein, glaube ich. Eine Light? Du hast gesagt, es gibt keine Light, ne? Ich dachte, es gibt keine. Aber vielleicht gibt es ja doch eine. Ich habe gesagt, vielleicht Cola Light. Oder vielleicht, ja. Sowas. Gucke. Es ist die Cola Light. Oh, echt? Oh, geil. Hab mich ein wenig geärgert. Jetzt sind es fast noch in Ehre geführt. Ja, das war meine Absicht. Tja, naja, hier. Frauen und das würde ich sagen, ist irgendwas ganz, ganz komisches. Das dritte. Sinalco oder irgendwie sowas. Topstar-Cola. Kinder-Cola. Oh. Kinder-Cola? Was ist denn Kinder-Cola? Süß. Wir werden gleich noch etwas mit The Flames machen. Die Jungs kommen heute so richtig trauen. Und zwar werden wir etwas tun, was sich in diesem kleinen Töpfchen befindet. Und das schmieren wir irgendwo hin. Mal gucken, was wir damit machen. Jetzt erstmal der Wunsch für The Flames. Was habt ihr euch ausgesucht aus der Liste? Ja, von Coldplay, The Scientist. Okay, bis gleich. Christina ist 16, kommt aus Roth bei Nürnberg und schreibt, der peinlichste Tanz ist der von den Flames. Oh. Ist Geschmackssache. Nicht weinen, aber man muss ja seine freie Meinung sagen können. Stella hat eine Frage und sie möchte gerne wissen, wo das Video zu Everytime gedreht wurde und ob sie selber gern Cola trinken. Von dir wissen wir es ja jetzt schon. Ja. Und ein Video? Das Video wurde in Frankfurt am Main gedreht, auf einem Schiff. Sie ist Wikinger 1. Ach, wie süß. Und Sebastian, eine Frage noch per Mail. Und zwar möchte er wissen, ob es den Tanz im Internet auch gibt, zum Anschauen und nochmal nachtanzen. Ja, bei theflames.de. Ah ja, cool. Ja, gut. Da haben wir jetzt erstmal die Fragen beantwortet. Und du fängst jetzt an, deinen Kumpanen Andres etwas umzustylen. Genau. Denn wie macht man hier diese Tolle? Du kommst ja aus dieser ehemaligen Rockabilly-Ecke, sag ich jetzt mal. Ja. Also man muss halt Pomade reinmachen und die Haare halt dann dementsprechend hinfrisieren, dass es halt irgendwie passt. Schon klar. Dann nimm dir noch mal den mehr britpoppigen Haarschnitt von Andres vor. Genau, und fang mal an, ein bisschen zu tupieren. In der Zwischenzeit haben wir jemanden in der Leitung und werfen auch noch mal einen Blick auf unseren Poll, und zwar mtv.de. Welcher Tanz ist der peinlichste? Las Ketchup führt mit 66%. Also, ne? Ihr zwei könnt euch ja freuen. The Flames nur 17 und Atomic Kitten auch nur 17. Was sagt denn René? Der ist nämlich aus Gera, 28 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja, René, du bist da in der Leitung und live in der Sendung. Hallo. Hallo. Deine Frage. Ich hätte die Gruppe Die Flame mal gefragt, ob sie vorhaben, mal was auf komplettem Deutsch zu singen. Aha. Weil sie sind ja aus Deutschland und es ist ja bekannt, dass sie immer in Englisch singen. Ob sie eventuell was vorhaben, mal komplett in Deutsch zu singen. Was sagen wir mal an Sänger vielleicht ein bisschen? Was meinst du? Ja, bis jetzt ist noch nichts geplant. Wir probieren aus, vielleicht. Irgendwann haben wir eine gute Idee dafür, aber im Moment ist es. Aber es ist jetzt auch kein Nein partout oder so, ja? Nee, also man muss immer offen sein, denke ich, und schauen, wo die Musik halt hinführt. Ja. Mhm. Ja. Gut. Das muss man dann mal sehen. Also wir sind da nicht irgendwie so René, dogmatisch. Wärst du denn lieber auf Deutsch?
Kann ich jetzt schlecht sagen, muss man hören. Ja, genau. Ja, das muss man hören. So, René, jetzt noch deine Meinung zum peinlichsten Tanz zu unserem Poll-Thema heute? Eindeutig Last Ketchup. Ja. Oh, nee. Da sind wir uns alle einig, René, ne? Ja. Ich war übrigens auch letztens in Gera. Ich grüße ganz Gera. Ja, danke. Und was spielen wir gleich für dich? Jackie. Okay. Willst du auch noch grüßen? Ja, ich grüße meine Freundin Cindy und meinen Sohn Jason. Alles klar, mach dir einen schönen Tag, danke für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Und du hast auch eine CD gewonnen, tschüss. Ja, danke, tschüss. So, und wo werden wir die Flames jetzt mal live erleben mit dieser tollen Frisur? Ja, am Sonntag sind wir in Stuttgart bei Stuttgart und Eis. Mhm. Und am 9. November sind wir in Frankfurt in der Festhalle bei Hand in Hand Charity Gala. Werdet ihr uns dann auch mal mit Natur beglücken? Ja, ich denke, die Tour kommt nächstes Jahr. Okay. Darf ich was sagen? Ich finde das nicht wirklich schön. Das ist scheiße, gell? Ich hab's genau gewusst. War nicht meine Idee. Man muss jetzt mal. Boah, es ist schwierig, weil das halt. So, ich weiß schon, warum ich keine tolle Tour. Ein Schlussbild. Wir müssen nämlich für René Shaggy spielen. Oh ja. Einmal in die Kamera gucken, vielleicht. Ich die Zeit rum. Du kannst jetzt nicht mehr. Das muss jetzt fertig. Einmal in die Kamera gucken. Wie gefällt euch das? Scheiße, oder? Naja, so schlimm ist es nicht. Ich meine, du bist ja ein hübsches Kerlchen, dich entstellt ja gar nichts. Auf jeden Fall danke fürs Vorbeikommen, auch fürs Tanz-I. Ja. Aber du siehst ganz toll aus, ganz groß. Deine griechische Freundin wird sich freuen. Ja. Nein, lieber so, ne? Ciao. In the Flames und für René jetzt Shaggy. Tschüss. Ciao.